Harry sagt Hallo und guten Morgen. Der Tag beginnt heute an der Konstabler Wache. Hier auf dem freien Platz. Wieder wunderschönes Wetter, also traumhaft, soll auch wieder richtig schön warm werden. Und jetzt in der Sonne könnte man es schon kurzärmlich aushalten. Ja, heute ist nochmal der Tag zur freien Verfügung. Was ebenso anfällt. Und ich bin jetzt erstmal auf meinem morgendlichen Spaziergang, Rundgang. Also in den Tagen jetzt hier bin ich mit Sicherheit auch genauso viel gelaufen wie zu Hause. Ja, heute der vorletzte Tag. Morgen geht es ja wieder zurück. Freue mich natürlich drauf. Aber Frankfurt ist schon sehr, sehr interessant. Ja, viel Gegensätze hier. Es gibt viel zu sehen und ja, auch viel zu entdecken. So, ich gehe jetzt erst noch mal hier irgendeine Straße nach links oder rechts, aber ohne Kamera in der Hand und sage bis später. Gerade gesehen, die ersten Weihnachtsmänner sind auch schon da und Adventskalender und Weihnachtsdeko und Marzipanbrot und Spekulatius. Ja, ich kann es kaum glauben. Aber es ist schon wieder soweit. Ich glaube es nicht. Und natürlich Lebkuchen. Und Dominosteine. Ja, wo bin ich hier? Am Henninger Turm. Pünktlich zum Glockenschlag. Ja, schön. Angenehme Temperaturen. Ich bin im T-Shirt, ja. Und hier kommt die Sonne durch, das ist ja noch schöner. Ja, hier kenne ich mich jetzt schon fast aus. Nein, natürlich nicht. Aber so ein paar Sachen, die kennt man jetzt dann schon, auch vom Sehen, und kann sich dann gut orientieren. So, wie kommt ein Auto ins Schaufenster oder in den Ausstellungsraum? Ganz einfach, indem man ihn millimetergenau hineinbuxiert. Ja. Neohaus heißt dieses Autohaus. Den hat er ganz gut reingekriegt oder ist dabei. Ja, aber hier gibt es ja nicht nur Autos, nein, hier gibt es auch ein bisschen Zweirad. Schön. Schön. Aber ich bleibe bei meinem Elektroroller, das verspreche ich euch. So, weiter geht's. Mein Rundgang in Frankfurt. Nein, nicht in Hamburg. In Frankfurt. Ja. Das Auto hat die Vorteile. Den Vorteil, da kann man unter den Parkplatzbeschränkungen durchfahren. Frankfurt mal von der anderen Seite. Die Menschen
sitzen alle draußen auf den Bänken, auf dem Rasen. Ja, teilweise sogar oben ohne, aber wir haben auch gute Temperaturen. Ich hatte ja gestern schon ein Video gesendet hier von der Flussfahrt hier auf dem Main mit der Nautilus. Mit der Genehmigung des Käpt'n hier vorne stehen zu dürfen. Ja, schön. Ich muss sagen, ist ein gelungener Nachmittag. Mal schauen, was der Abend noch zu bieten hat. Ja, Sonne pur heute den ganzen Tag. Auch kein hoher Wellengang hier, nein. Ja, ich werde jetzt noch mal eine Runde hier auf dem Schiff machen. Selbst hier kann ich nicht ruhig sitzen, nein. Ich darf aber auch nach vorne gehen. Ich habe ja die Erlaubnis. Wir haben nur hier das Gegenlicht und einen Gegenwind. Interkontinental. Was für ein Hotel. Oh, jetzt sehen wir das auch mal von der anderen Seite. Also Frankfurt ist schön. Kann man sagen, auf jeden Fall. Und in diesen 5 Tagen mehr erleben kann man, glaube ich, auch nicht. Außer man hat dann vielleicht noch ein bisschen das Nachtleben im Auge, aber das macht man ein andermal. Das gibt es wieder auf Gran Canaria. So, das war der Teil jetzt hier. Schwimmend auf dem Main in Frankfurt. Ja, ihr wollt sehen, wie es hier innen aussieht, kann ich euch auch zeigen. So schaut es hier aus. Hier haben wir ein Apfelweinglas. Es schaut eher aus wie, also wenn man es nicht wüsste, dass es ein Apfelweinglas ist, würde man sagen, ja, Heinz Schenk Mausoleum. Darf man sowas sagen? Weiß ich nicht, ist mir gerade so eingefallen. Also, jetzt ist aber Schluss, auch Apfelwein hin und Schenk her. Oh, sind das schöne Wohnungen. Ja? Da hat man doch mal richtig Geld ausgegeben. Vielleicht winkt da auch mal einer. Da winkt keiner, die beachten uns gar nicht. Nein, keines Blickes würdigen die uns. So, jetzt ist Schluss, aus und vorbei. Bis dann. Ja, doch noch geschafft. Auf dem Schiff hier richtig was los. Auf dem Main. Und mit Erlaubnis vom Käpt'n darf ich hier stehen. Das ist jetzt vorne am Bug, wie man so schön sagt. Und hier, schau mal, mit einem kleinen Boot sind sie hier draußen und treiben hier auf dem Wasser, haben das Glas in der Hand. Eieieiei. So, und das ist der Ebbelwoi. Nein, das ist der, doch, das Ebbelwoi-Glas oder wie man es hier nennt. Apfelwein. Ja, also alles schön, alles schick, alles gut. Mir zieht es fast die Hosen aus von dem Zeug, was ich da in der Tasche habe. Aber ansonsten alles gut. Und jetzt gehe ich noch mit dem Ralf dann essen und dann ist auch vorbei, Schicht im Schacht. Dann ist Frankfurt auch vorbei. War schön, ist schön. Also tschüss und hasta luego. Bis dann. Zum Abschluss gibt es noch mal was zu essen. Hier ein Schnitzel Wiener Art mit Blaukraut, ein Frankfurter Schnitzel und hier haben wir
grüne Soße mit Kartoffeln. Eier und Kartoffeln. Also, dann sage ich jetzt mal guten Appetit. Guten Appetit.